Amri Piotta versucht, der Sack im Play-Out-Final gegen Rapperswil-Jona schon etwas mehr zuzutun, muss aber nach 10 Minuten an einem Rückstand hintereinander rennen. Die Lakers mit dem 1-0 durch Michel Riesen. Der Antonio Rizzello versucht zuerst mit Stochern, dann mit der Vorlage zum Riesen 1-0. Knapp war es ja auch schon in den ersten beiden Partien. Hart umkämpft bleibt es auch im zweiten Drittel vom dritten Rencontre. Beide Mannschaften mit Möglichkeiten, aber wie hier der Julian Walker schaut nichts Zählbares raus. Vor dem dritten Spielabschnitt eine knappe Führung für Rapperswil. Und die ist immer wieder in Gefahr. 44. Minute, ein Scheibenverlust an der gegnerischen blauen Linie, das ausgerechnet während einer Auswechselphase und es kommt noch schlimmer, der Martin Correa mit dem Ausgleich. Einen, was aus Rapperswiler Sicht wirklich nicht hätte gebraucht. Aber es geht um Zeitgemachte, da wird jeder Fehler bestraft. Es geht also in der Diners Club Arena wieder von vorne los. Es geht wie schon am Donnerstag in die Verlängerung. Es gibt also schon wieder ein 2-1, aber für wen? Bereits sind wieder 6 Minuten gespielt, die Lakers mit vielen Chancen, aber noch kein Goal-Erfolg. Der Claudio Neff. Schieben im gegnerischen Drittel, Abschluss vorher, wieder Neff. Aus dem Hinterhalter Sven Berger. Und also doch, es geht ja. 2-1, die Rapperswil-Jona Lakers schaffen es und Bodigen Ambri im dritten Spiel. 3 Begegnungen, 3x2-1. In Serie heisst zugunsten von Ambri, klar, 2-1. Claudio Neff, im letzten Spiel waren sie überzählig, heute haben sie die richtige Reaktion gezeigt. Sind sie meiner Meinung? Ja, eben. Ich musste zuschauen, weil ich eine dumme Strafe gemacht habe. Und ich wollte einfach so gut wie möglich spielen, zurückkommen und der Mannschaft zeigen, dass ich parat bin. Und ich glaube, nicht schlecht gegangen. Die Mannschaft ist heute wie verwandelt aus der Kabine gekommen. Womit erklärt sie sich das? Ich weiß nicht. Wir haben einfach gewusst, das ist wahrscheinlich fast die letzte Chance. Wenn wir jetzt das verloren hätten heute, hätten wir müssen Bambri haben. Wir haben mit 3-0 Rückstand. Das ist mega schwierig. Die Fans sind auch. Es ist ein zahlreiches Stadion gekommen, super Stimmung gewesen. Und die haben uns auch mitgenommen. Und es war perfekt ein Abend gewesen. Sehr brenzlig gewesen. Es hat eine Verlängerung gegeben. Was hat man sich in dieser Pause vor dieser Verlängerung noch gesagt? Haben wir da vielleicht auch ein bisschen Angst gespürt in der Garderobe? Vielleicht ein bisschen Nervosität? Bevor ich in die Kabine rein bin, habe ich es auch gedacht. Aber nachher in der Kabine sind alle wirklich mega positiv gewesen. Und es war super Atmosphäre in der Kabine. Ich hatte keine Angst gehabt. Ich glaube, das haben wir nachher auch gesehen. Da in dieser Saison haben wir dann viel Verhalten gespielt und haben es nachher vermasselt. Aber heute haben wir gezeigt, dass wir auch in schwierigen Momenten eine gute Mannschaft sind. Und darum haben wir auch die Verlängerung gewonnen. Marc Gautschi, was hat heute alles gefehlt zum Sieg? Ist es nur Abschlusspech gewesen? Ich würde schon sagen, mit dem Goal ist es schwer, ein Spiel auswärts zu gewinnen. Aber ich muss sagen, zweite, dritte müssen wir den Sack zutun im Powerplay, und wir hatten so viele Chancen gehabt. Der Team hat es auch gefällt, am Schluss ein Goal entscheidet. Die Lakers sind heute ein bisschen aggressiver vorchecken gekommen. Ist das vielleicht auch ein Erfolgsrezept gegen euch heute? Ja, ich muss sagen, im ersten Drittel haben wir schon unsere Mühe gehabt, weil sie aggressiv gekommen sind. Das war in den ersten zwei Spielen nicht so gewesen. Aber dann, am zweiten, dritten haben wir sie gut adaptiert. Wir haben auch gewusst, wie gegen sie ankommen. Wir hatten unsere Chancen gehabt. Im zweiten, dritten waren wir die bessere Mannschaft gewesen. Und schlussendlich müssen wir gewinnen, das Spiel. Jetzt lange in der Garderobe war die Mannschaft sehr niedergeschlagen. Oder denken Sie, dass man da sofort wieder reagieren kann? Nein, aber wie gesagt, wir haben ein gutes Spiel gespielt. Wir haben viele Chancen gehabt. Wir müssen gewinnen, das Spiel. Darum können wir nicht niedergeschlagen sein. Ich meine, es geht am 10. Winter, müssen wir dort anknüpfen.